Salut, ihr treuen Soldaten, ich bin Paul und willkommen bei Games to Gaming und wir spielen Battlefield Heroes, also die Battlefield-Helden und wir machen mal das Basistraining, das ich euch in den ersten Teil vom Let's Test Battlefield Heroes zeigen möchte. Ja, und zur Information, ich habe das Spiel schon mal früher etwas gespielt, nicht großartig, weil ich nicht unbedingt der Fan war. Jetzt gucke ich nochmal rein und gucke sich, wie dramatisch das Spiel sich verändert hat, wenn es sich überhaupt verändert hat. Immerhin, die Musik ist ganz witzig geblieben. Und ich spiele auf dem kleinen Bildschirm, weil ich jetzt noch nicht die Möglichkeit hatte, das einzustellen. Das heißt, später scratche ich ja alles auf Camtasia. Und das heißt, dass es vielleicht ein bisschen komisch aussehen könnte, das Bild. Also ein bisschen sehr stark gequetscht. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Vielleicht ist es ja eine richtige Auflösung, wie ich das haben will. Und ich habe hier halt so einen kleinen Skin erstellt. Am Anfang bei der Registrierung, das konnte ich jetzt nicht so zeigen. Weil, dass man das Spiel ja auch über die Seite aufrufen muss und wir können sogar schießen, ist das nicht geil? Der erste Shooter, wo man schießen darf, yay! Aber konnte man nicht mal anvisieren früher? Nee? Okay. Also ich meine so ein bisschen... Na komm! Bisschen sprinten darfst du schon. Ducken, okay. WASD. Oh, sehr schön. Schön Battlefield hier nachgemacht. Versteht ihr? Battlefield nachgemacht, weil es ist ja in dem Sinne Battle... Ach, scheiß drauf. Wie fährt er? Okay, also die Fahrzeugkontrolle ist ein bisschen merkwürdig. Ah, da, okay. Wir sind, glaube ich, in eine Abkürzung gerade gefahren, eine fette. Der Pfeil ist ja irritiert da hinten, weil der nicht genau anzeigt, wo ich hin möchte. Und, oh, Alter! Diese Information hat mich jetzt gerade sehr auf den Sack gestiegen. Jetzt habe ich wenigstens mal schöne Zeit im Auge. Wo müssen wir denn? Kann das nicht mehr umfahren? Gott. So, das müsste reichen, ne? Die Flagge ist neutral, stellt dich neben den Mast, um sie für ein Team zu erobern. Ein typisches Herrschaft, würde ich mal sagen, auf welchem Spiel auch immer. Also, da gibt's in jedem Spiel, ob Herrschaft hier oder da. Naja. Du hältst jetzt ein neues Spielzeug, einen Panzer und. Ach, da, okay. Gleich mal angeschossen. Das ist nämlich sehr vorteilhaft, wenn man seinen Panzer anschießt. Wo fahren wir denn hin, bitte? Da! Na, komm, na, Gummi! Also, wie gesagt, ich habe das früher schon mal nicht so gespielt, deswegen weiß ich doch ein bisschen, wie man hier umzugehen hat. Und what the fuck sind wir da eingegangen? Da müssen wir immer um die ganzen Dinge fahren. Für was haben wir denn einen Panzer, dass er nicht mal das umfahren kann? Nicht mal einen Mast? Ich jetzt gerade schießen. Ja. Boah. Also die Steuerung ist für den Arsch. Das schon mal festzustellen. Cool. Ist ein bisschen Halo-mäßig. Halo ist die Steuerung trotzdem immer noch am besten. So, hier kommen ein paar Ziele, zu denen du schießen. Ja, schießen wir mal die Ziele ab. Wow. Na komm. Oh, zwei auf einmal, das ist ja blendend. Hä? Kommst du denn her? Ach der. Hallo. Hallo. So, noch welche? Oh. Ah, das war schon wieder. Ich gehe einfach mal oben hin. Hä? Umgefahren. Haha. Und in den Himmel schießen. Like a pro. Like a pro, okay. Oh, ein Hubschrauber. Dann jetzt zu abstürzen, fliegen. Okay, sehr nice. Joe, du steckst auf und ab, Nase hoch, runter und rollst mit Hilfe der Maus seitwärts. Oh. Ja. Okay, das ist mir neu. Also ich muss sagen, ich bin noch nie in Battlefield Heroes geflogen. Ganz... Oh, hier nach hinten! What the fuck? Damit es ein Tutorial beendet wird, drücke Escape, um das Spiel zu beenden. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch noch ein paar Sachen und Tutorial. Ja. Wow! Da. Fuck. Nein! Nein! Fein! Oh. Danke. Flugzeug fliegt macht Spaß. Warum ist das früher? Ich könnte schwören, früher gab es sowas nicht. Ey, scheiß drauf, wir machen nochmal. Ich liebe Flugzeug fliegen. Hui! Na komm, mit der Nase nach oben. Überschlag. Nein! Er hat keine Kontrolle! Oh.
Alter! Ja, vielleicht hätte ich mir W gedrückt hätten. Wo fliegt er hin? Ich würde, dass er da ganz woanders hinfliegt. Das ist ja nicht mein realistischen Flugzeugsimulator. Können wir durch den Baum fliegen? Geil. Also wenn jetzt die Gegner wären, die würden jetzt so gefisst. Ich hatte gerade einen Unfall. Ja, ist nur eine kleine Nierenverletzung und ein paar gebrochene Zähne. So, und dann gucken wir uns gleich mal das Menü an. Kisten, die nicht explodieren. Wo führt denn das hier alles hin, bitte? Dann wollen wir uns gleich mal in ein Spiel reinbegeben oder sowas. Ich habe ja keine Ahnung, wie sowas hier abläuft. Ja, du verlässt das Spiel und die Verbindung wird gleich unterbrochen. Ja, hier. Da. Guck mal hier, Leute. Seht ihr die Maus? Wie sehe ich? Oh, fuck. Menü, du hast die Grundausbildung erfolgreich absolviert und bist bereit, das Schlachtfeld zu betreten. Zu Ehren deines Erfolges grüßen wir dich mit einem dreifachen Hua, 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 Hua. Okay, dann spielen wir mal was. Spielsuche, es wird ein Spiel gefunden, du betrittst gleich das... Das ging aber schnell. Ist halt sofort ein Online-Spiel oder was? Also, darauf legen sie sehr viel Wert. Dann gucken wir uns nächstes Mal das Menü einfach an, dann machen wir jetzt einfach hier mal das Online-Spiel. Da, na los. Ja. Er ist geoffen, ein Schuss in der Nacht. Okay, Leute, gerade eben das, was Komisches passiert. Vielleicht ist jetzt irgendwas fail mit der Aufnahme, aber wir hoffen es mal nicht, weil ganz, ganz Millisekunde abgepackt. Also, ab wenn jetzt asynchron wird, ab jetzt dann, tut's mir leid, So, den fick mir doch mal hoffentlich. Na, also, ich weiß nicht, ob wir das waren, aber egal. Erinnert mich bisher an Brick Force. Ich kenne doch Brick Force, oder? Nicht, das werde ich da auch mal bei den Let's Tests machen. Ich habe das in der Beta damals gespielt, aber nur in der Beta, danach hatte ich keinen Bock mehr. So eine Spiele sagen mir nicht immer unbedingt zu, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß. Ich kann es auch sagen, egal wie gut das Spiel jetzt ist, ich werde es nicht weiter. Ich habe ein paar Kumpels, die spielen das. Ich weiß, dass sie reinkommt gleich. Ja, klar, wie viel Leben haben die? Auf jeden Fall haben wir ihn ja gerade gekriegt, das ist ja nicht das Problem. Ich weiß, dass sie gerade beschossen werden. Du Natter! Da wollte er uns verarschen, der Kleine. Oh, ich wünschte, jetzt würde einer hochkommen. Was? Och, scherz, Camp. Erst winkt mir noch zu, ich wink dir gleich mal zu. Also okay, reden wir ein bisschen über das Spiel. Ich würde es jetzt ein bisschen professioneller hier machen und auch ein bisschen mehr zur Mechanik und so weiter sagen. Ist ja auch ein Let's Test in dem Sinne. Also, ich finde, man kann nicht anvisieren. Soweit ich weiß, kann man hier nicht sprinten. Doch, kann man? Naja, okay, sagt mir jetzt nichts. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Waffen, die man... Wie er uns messen will. Nein, ist doch klar, in Real Life schieße ich ihn auf, zähle mal in den Kopf und dann kann er mich noch mit einem Messerstich töten. Aber egal. Okay, ja, also wie gesagt, sehr flüssige Spielmechanik, muss ich ehrlich sagen. Also läuft hier alles wunderbar flüssig, auch wenn ich aufnehme. Das hat so seine Vorteile und auch seine Nachteile eigentlich nicht. Er hat seine Vorteile. Man kann halt nicht anvisieren. Okay, man kann wirklich nicht anvisieren. Ich habe schon das Falsche gedrückt, ich bin so cool. Hä? Warum schießt er denn jetzt erst? Okay, gegen den haben wir keine Chance eigentlich. Okay, ja, wollte gerade sagen. Also, wie es mir bekannt ist, ist es auch ein Pay-to... Ja, klar! Es ist ein Pay-to... Also, es ist halt ein Free-to-Play-Spiel. Mir gefällt diese Art nicht, die jetzt relativ neu ist. Also, nicht neu, aber die jetzt sehr viele Spiele ansetzen. Dieses halt, über diese Website starten. Sowas mag ich gar nicht, Leute. Da bin ich auch ganz ehrlich offen. Also da gab es, ich kenne noch ein paar andere Spiele, wo ich jetzt den Namen nicht nennen will, wo man halt auch über die Website startet und ich verstehe das nicht. Kann man den Headshot geben eigentlich? Wie? Der fickt mir jetzt aber noch kräftig hier. Ja. Wollte gerade sagen, ah, okay, hier kann man das abrufen. Es erinnert mich sehr stark an Brick Force, wenn ich es nochmal gespielt habe, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, hier würde ich schätzen, ich schätze nicht nur, ich werde das mal wissen, dass man hier halt so einen Pay-Shop gibt oder so. Also es ist zwar Free-to-Play, aber wie bekanntlich gibt es sehr viele Free-to-Play-Spiele, die halt auf sowas setzen. Warum stirbt er nicht? Und ich finde es ein bisschen scheiße, dass die Gegner so viel Leben haben. Ich bin jetzt auf Level 2, interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ja, wo hat er das Leben jetzt bitte her? Was kaufen und ausrüsten? Perfekt gegen Kanolialien. Aha, mitten im Spiel kommt hier also schöne Werbung. Gucken wir uns mal kurz an. So, kostet normalerweise 3359 F. Keine Ahnung, wie die Währung heißt. Und jetzt nur 2119. Und ich schätze mal ganz, ganz, ganz stark, dass das jetzt so eine Währung ist, die man sich viel Geld erkaufen kann. Das ist eigentlich jetzt Standard bei so einem Spiel. Stört mich jetzt nicht mal so derbs, weil ich spiele es ja kaum noch. Also ist mir in dem Sinne eigentlich egal. Ich spiele so eine Spiele kaum. Außer, wo ich jetzt ein bisschen Fan geworden bin von Cities Impostors oder so. Na, das ist Gotham-Spiel des Batman, das wisst ihr, das erste Let's Test. Und wir haben eine fette Niederlage hingekriegt. Aber wir müssten theoretisch eine Plus-KD haben. Ich weiß nicht, ob sowas hier angezeigt wird. Weil wir sind eigentlich mehr geowned, oder wir haben mehr geowned als gestorben. Da 6-5, wir haben 6 Kills, 5 mal gestorben. Ach, okay. Sind ja auch schon Level Up. Und drücken wir mal hier auf Weiter. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal in Teil 2 dann an, wie das halt alles so mit dem Bildschirm und so weiter aussieht und mit dem Menü und so und vielleicht auch eine kleine Runde. Wir werden sehen und, ciao!